Das nächste Grußwort kommt von Herrn Vicente. Zu seinen Aufgaben zählt die Mitwirkung an der Entwicklung und Umsetzung der Migrations- und Integrationspolitik der Landesregierung. Dazu gehören insbesondere Projekte in den Bereichen der interkulturellen Öffnung. Und ich darf Sie nun ans Mikrofon bitten. So flexibel bin ich auch gleichzeitig, dass ich jetzt nicht Wert lege. Nein, alles gut. Ach, der funktioniert wirklich, ich habe es vorhin nicht so gehört. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich diesen Start von dem Projekt Couragiert, des Bildungswerkes Maimonides, miterleben kann. Sie wissen es nicht, aber bevor Maimonides wirklich ins Leben gerufen wurde und startete, saß ich oft mit Dr. Waldmann und Mustafa Cimcic so beim Kaffee und zu manchen Terrassen hier in Mainz und haben uns ausgetauscht über diese Idee, die ich von Anfang an ganz wunderbar fand, weil ich glaube, alleine diese Idee, ein jüdisch-muslimisches Bildungswerk ins Leben zu rufen, hier in Rheinland-Pfalz, war es nicht nur sozusagen eine Premiere, sondern es war für mich auch etwas ganz besonders Wichtiges, dass wir das haben und dass wir da zwei Menschen ja haben, die von dieser Idee beseelt das angegangen sind. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein und ein Teil, ja, sozusagen die Geburtsstunde mitzuerleben. Ich werde meine Feinde vernichten, indem ich sie zu Freunden mache. Sie dürfen raten, von wem das Zitat ist. Maimonides. Ich hatte mir eigentlich das andere Zitat, interessant, eigentlich vorgenommen, aber es ist ja schon gesagt worden, komme ich mal an. Also nehme ich das andere, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Weil dieses Zitat in der Kürze vielleicht auch nochmal den Geist und die Haltung von Maimonides hergibt. Ja, ich werde meine Feinde vernichten, indem ich die zu Freunden nenne. Ist schon ein sehr, sehr schönes Zitat. Ich hatte meine Begegnung mit Maimonides, muss ich gestehen, eigentlich zufällig. Maimonides hat schon jeder von uns irgendwie gehört, aber ich wusste tatsächlich nichts von ihm genaueres. Und als ich in jungen Jahren, das ist deutlich über 20 Jahre her, in Cordoba war, in der Geburtsstadt von Maimonides, im spanischen Andalusien, begegnete ich im Judenviertel die Statue, das Monument von Maimonides. Und wenn man nichts davon weiß, er sah so ein bisschen, ich sag mal, muslimisch aus, ja, mit dem Turban und erst wenn man nachlas, stand da jüdischer Gelehrter. Und ein jüdischer Gelehrter in einer islamisch geprägten Zeit, im Al-Andalus, so hieß ja dieses Königreich, später ja auch Kalifat, war auch in den Augen eines jungen Spaniers, ich sage jetzt mal, auch etwas Ungewöhnliches, aber sagt auch etwas aus über diese Zeit, in der Maimonides gelebt hat und gewirkt hat und ja, als Gelehrter, er war ja auch Mediziner und Religionswissenschaftler, also früher gab es ja keine Trennung der Disziplinen, so wie heute, sondern man war irgendwie sozusagen als Intellektueller, hat man sich mit allen Fragen beschäftigt, der auch Wirkung dann hinterlassen hat, auch auf die Nachwelt, sowohl im Orient als auch im Okzident. Das hat mich damals ja, insofern auch nicht nur überrascht, sondern auch angestoßen, nämlich mit dieser Zeit des muslimischen Spaniens, ich komme ja aus Spanien, aus Toledo, da bin ich geboren, zu beschäftigen und fand gerade in Maimonides eine sehr interessante Persönlichkeit. Und als eine dieser ersten Gesprächen, die ihr mir davon erzählt habt, ihr wollt euer Kind im Bildungswerk den Namen Maimonides geben, sagte, das ist ja echt ein Volltreffer. Also einen besseren Namen kann man sich für diese Idee, für dieses Projekt gar nicht überlegen, weil Maimonides, glaube ich, für dieses steht, der Religiosität, aber der Vernunft, des Dialoges, des Aufeinanderzugehens, der Offenheit. Also all das, was wir uns heute eigentlich alle wünschen, in einer Zeit, in der wir immer gerne von Vielfalt reden, immer gerne darauf verweisen, dass wir eigentlich ein hohes Gut haben in dieser vielfältigen Gesellschaft. Aber wenn es darum geht, diese vielfältige Gesellschaft zu gestalten, da werden wir auf einmal alle irgendwie sehr ängstlich. Um nicht zu sagen, sehr dogmatisch hier und da. Und es gibt aber keine Alternative zum Umgang in dieser vielfältigen Gesellschaft, als sich mit ihr auseinanderzusetzen, um auch so etwas zu suchen wie
was ist das, was uns in der Unterschiedlichkeit, die wir alle haben, zweifelsohne verbindet? Was ist das, was ein gemeinsames Projekt sein kann, sein muss, um diese vielfältige Gesellschaft auch zu schützen? Denn sie steht in Gefahr, ich will jetzt nicht übertreiben, aber hier und da hat man das Gefühl, sie steht in Gefahr, auch in dieser Vielfalt und in dieser Unfähigkeit, mit dieser Vielfalt umzugehen, auch ein Stück weit Schaden zu nehmen, Schaden als Demokratie und mit all dem, was mit diesem Begriff der Demokratie und der Freiheit zusammenhängt. Deswegen ist es wichtig, was Maimonides macht. Ich glaube, es ist ein Zeichen nach außen, es ist ein Zeichen nach innen. Lass uns zusammenkommen und dieses Thema gemeinsam verfolgen. Als Bildungswerk natürlich, da steckt ein gewisser Bildungsauftrag dahinter. Aber wie auch immer, es ist wichtig, dass wir es vorantreiben. Deswegen bin ich gerne gekommen und darf diesem Projekt alles, alles Gute wünschen. Ich bin mir sicher, dass wie in einigen Jahren, hoffe ich, 4, 5 Jahren auch so etwas sagen können wie, ja, Maimonides hat sich etabliert und war vielleicht auch Ideengeber und Anreger für andere, die sich gerade so in diesem Dialog jüdisch-muslimisch bisher auch etwas schwer tun, um zu zeigen, es geht. Es geht, weil wir am Ende auch gemeinsame Dinge haben, die für uns alle wichtig sind. Ich muss nicht deine Meinung teilen, aber ich bin dafür, dass du geschützt wirst. Ich glaube, das ist eine Haltung, die uns vielleicht weiterbringt in dieser Zeit, in dieser durchaus schwierigen Zeit. In dem Sinne, vielen Dank für die Einladung, alles, alles Gute und ich hoffe, dass alle, die heute gekommen sind, am Ende sagen können, es war gut, dass sie in Mainz waren, im Erbacher Hof, auch noch an einem christlichen Ort, das ist auch, glaube ich, sehr symbolträchtig, was heute passiert und dass sie ja, viel mitnehmen können. Vielen Dank.